Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem, ja, zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Das machen wir selbstverständlich wie immer mit Dirk Hilger. Guten Morgen, Dirk. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich natürlich auch, dass alle hier wieder live dabei sind und sich für das Webinar interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Lab. Ich will nicht so viel Zeit verlieren, aber eine Sache müssen wir auch wie immer machen, und zwar den Risikohinweis kurz besprechen. Denn ja, dieses Webinar dient ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt, also ob der Dirk heute auch tatsächlich einen Live-Trade macht oder nicht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig, und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, wenn Sie sich gerade die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie natürlich hier an der Stelle pausieren und den Risikohinweis gerne durchlesen. So, dann gebe ich aber den Bildschirm jetzt auch an Dirk weiter. Ich bin mal gespannt, ob er seinen Cappy wieder oder immer noch anhat. Und wünsche natürlich viel Erfolg, viel Spaß. Wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Oh, jetzt wird spannend, ob ich jetzt hier einen richtigen Bildschirm habe. Mal gucken, wenn man den Risikohinweis sieht, dann sollte es passen. So, Man sieht den damit. Risikohinweis und dann sage ich doch erstmal guten Morgen auch an YouTube. Moment, jetzt nochmal. Also, So, jetzt. YouTube, guten Morgen, jetzt hört man mich. Nee, leider nicht. Wir haben hier leider ein kleines technisches Problem. Ich dachte eigentlich, das wäre Oh, sauber umgestellt. Dirk. Ich wink mal kurz. Ja, ich kann es nicht ändern. Das ist irgendwie so ein Fehler in OBS, aber ich versuche das irgendwie trotzdem schnell hinzukriegen. So. Dann musst du es für mich sagen, bitte. So, nee, jetzt hört man nicht. Alles Jetzt schön. hört man mich. Guten Morgen, YouTube. So. Dritter Versuch hat geklappt, hoffentlich. Genau. Und damit hatte der Nelson auch hier das erste Wort und das ist auch schön so. So, wie man sieht, ohne Mütze. Ich habe zumindest ein Versprechen eingehalten, heute wieder vernünftig frisiert. Kein Spaß. Vernünftig kann man das nicht nennen. So, sage aber erstmal guten Morgen, hallo und herzlich willkommen hier zum Live-Trading zur Markteröffnung in Frankfurt. Und ja, ne, also wenn ich hier in die Kamera gucke, beziehungsweise aufs Kontrollbild, muss ich auch sagen, ich kann mich langsam selber nicht mehr sehen, weil das halt echt so ein bisschen Überhand nimmt. Und gerade noch irgendwie vor ein paar Stunden hier live gewesen, jetzt halt schon wieder. Und gerade schon gesagt, ich muss das mal irgendwie eindämmen, weil ich muss ja auch irgendwann mal schlafen und irgendwie. So, man braucht ja ab und zu auch mal eine Pause. So, ich hoffe, bei euch geht's gut. Und natürlich schön, dass wir hier wieder so zahlreich versammelt sind. Ich würde jetzt auch erstmal Folgendes machen, dass ich jetzt wir gucken uns mal den Markt an, den DAX. Also, da habe ich ja gestern irgendwie vielleicht ein bisschen vorschnell was dazu gesagt. Das heißt, gestern gerade eben eigentlich, ne, in dem Videoblog für das Daytrading. Und ach ja, übrigens, was ich immer wieder gerne mal erwähnen möchte, vor allen Dingen, wenn ich mit FX Flat hier die Webinare mache, dann ist es dann halt, ne, hier unten in der Beschreibung vom Video gibt es einen Link. Da darf man ein Konto eröffnen bei FX Flat. Und das ist nicht nur eine vernünftige Entscheidung, sondern das unterstützt mich natürlich auch so ein bisschen, weil ich ja da auch so ein bisschen was dafür zurückbekomme. Und bei FX Flat gibt es natürlich auch den Stereo Trader dann dazu, wenn man den möchte. Was ja gar keine Frage ist, ob man möchte den ja. So, aber das nur am Rande. Trotzdem darf ich das nicht immer unerwähnt lassen, weil ich mache viel zu wenig Werbung, finde ich, sondern mache hier halt immer den Markt. Und aber die Werbung kommt zu kurz, aber von irgendwas muss man sich ja auch seine Brötchen kaufen können. So, damit gehe ich dann jetzt rüber auf das Bild. Also, was habe ich gesagt letzte Nacht? Also erstmal, ne, für die, die das letzte Nacht nicht gesehen haben, das Szenario von gestern ist voll aufgegangen. Der DAX sollte unter, wie hier eingezeichnet, 15.700, habe ich gesagt, da darf der ruhig mal hin und dann gerne auch reagieren. Den Long habe ich dann auch noch, also den Short habe ich gar nicht gepostet, sondern nur im Ausblick genannt. Den Long habe ich hier aber dann halt gestern noch gepostet in der Facebook-Gruppe. Und der kam dann aber irgendwie 40 Punkte weit und das war es dann halt auch. Ne? Den habe ich teilweise aufgelöst da oben mit plus 40, aber klar, um die Uhrzeit passiert halt nicht mehr viel. Und jetzt wird sich halt heute zeigen müssen, jetzt hier zur Eröffnung, ob wir jetzt nochmal an gestern ansetzen oder also in dem, was er da eigentlich versucht hat, was halt erstmal bedeuten würde, Long. Und oder ob der Markt tatsächlich einfach nur die Hauptstruktur von gestern weiter verfolgt, weil wie wir sehen,
kommen wir hier runter. Und das war ja auch schon das Thema am Freitag, wo ich gesagt habe, der Markt läuft in der Struktur und der wird es uns zeigen. Das war am Freitag der M15, was perfekt gepasst hat. Im DAU war es der H1, was perfekt gepasst hat. Also alles genau wie beschrieben. Wir hatten jetzt wirklich 2 Tage in Folge. Freitag perfekt, gestern perfekt. Und mal gucken, was da heute bei rauskommt. Weil noch stehen wir in der Struktur, ja. Das heißt, jetzt hier davon auszugehen, dass der nach oben reagiert, ist jetzt erstmal leider nur eine Vermutung, nicht mehr und nicht weniger. Und die ist auch nicht unbedingt gestützt durch das, was der Markt jetzt hier in der ersten Stunde macht, sondern eigentlich eher das Gegenteil, weil man sieht ja, ne, also wir haben hier jetzt irgendwie, das war jetzt um 6 Uhr, gut, das würde ich jetzt nicht über bewerten, sondern, aber nichtsdestotrotz ist es halt so, ja, irgendein Algo, weiß der Geier, was da halt war, um 6 Uhr hat die Geschichte die Struktur nach unten fortgesetzt und 8 Uhr macht jetzt möglicherweise schon wieder das Gleiche, außer 8 Uhr zieht jetzt wieder hier über dem Low, er zieht wieder auf das Low, beziehungsweise darüber von gestern, dann könnte es sein oder sollte es so sein, dass wir eine Reaktion erstmal nach oben kriegen. So, dann nochmal zu dem ersten Satz. Was habe ich in meinem Forecast von gestern, beziehungsweise eben den für heute übersehen? Ich habe ja gesagt, die Korrelation läuft auseinander. Das stimmt eigentlich gar nicht. Ne? Ich habe gesagt, die Korrelation läuft auseinander. Der DAX ist zu tief. Der DAU hat sich nicht bewegt. Allein schon deswegen müsste der DAX nach oben ziehen. Das stimmt so nicht. Das ist aber dann auch der Tatsache geschuldet, dass ich dann halt gestern irgendwie hier wirklich ganz schön müde um 12:30 gesessen habe und ich nämlich eine Sache vergessen habe bei der Bewertung. Nämlich einfach die Tatsache, dass der DAX am Freitag zu wenig gefallen ist im Vergleich zum DAU. Und das kann man natürlich nicht einfach ignorieren. Der DAX ist ja am Freitag, das ist alles, was er gemacht hat, hier runter und dann halt hier irgendwo eingependelt. Das heißt, wir haben einen Rückgang hier von irgendwie gerade mal 100 Punkten im DAX, während der DAU aber irgendwie 400 Punkte gefallen ist. Und er hat eigentlich letzten Endes dann gestern die Korrelation dann nochmal aufgeholt, beziehungsweise nochmal hergestellt. Und von daher ist da jetzt erstmal von dem Aspekt her betrachtet, soweit so gar nichts aus dem Ruder. Und das heißt, wir stehen eigentlich neutral, was die Korrelation angeht. Also das war eigentlich der Fehler, den ich gestern gemacht habe, weil ich habe ja auch zu gestern Morgen ja auch schon gesagt, so hey, das ist irgendwie erstaunlich, dass der DAU so viel gefallen ist, was ich gar nicht erwartet hätte, und der DAX viel zu wenig, weil der DAX war der, der auch im Short Squeeze unterwegs war, im M15. Das sage ich nochmal ganz kurz. Der war im Short Squeeze unterwegs darauf. Ne? Also long gelaufen, klar, halt Short Squeeze. Und nur komplett in der Struktur in Grün, das hier war Overnights, kann man vergessen. Und das war der Trigger für die Umkehr, den hat er gezogen und ist dann aber nur bis hierhin gelaufen. So, und da habe ich ja schon gesagt, ne, Short Squeeze nach oben bedeutet dann aber auch möglicherweise oder höchstwahrscheinlich auch genau die gleiche Struktur dann nach unten. Und die hat er jetzt gestern dann halt fertiggestellt. Möglicherweise fertiggestellt. Man weiß es halt nicht. Das wird sich jetzt halt zeigen. Und deswegen bin ich jetzt hier im H1 unterwegs. Weil der ist natürlich, wenn er das irgendwie tatsächlich umdrehen will und wenn der Markt jetzt irgendwie long reagiert, dann wäre dann höchstwahrscheinlich dann eben halt auch das erste Angriffsziel dann halt dieses Hoch an der Stelle. Das heißt also überhaupt mal, ja, also generell wäre das Angriffsziel 15.775 und höher, also 15.789. Das kriegt er aber nur hin, wenn er überhaupt mal hier aus der letzten Bewegung rauskommt und dann kann er da auch eine Attacke starten. Und ist dem aber nicht so. Das heißt, haben wir immer noch ein Algo hier am Start und worauf das Ganze ja meines Erachtens ja auch eben fußt, dieser Strukturhandel, wie ich ihn halt gerne nenne. Und ist der aber immer noch am Start, dann werden wir gucken müssen, dass wir dem halt trotzdem irgendwie folgen. Das heißt, es kann genauso gut hier jetzt weiter nach unten drücken und einfach die ganze Reise fortgesetzt werden. Der DAO ist komplett neutral, weil der spielt ja halt eben auch in der Korrelation da mit für meine Begriffe, der klemmt aber hier über der 34.590, der will ja auch fürs Verrecken einfach nicht drunter. Das ist ja soweit okay, damit kann man ja auch was anfangen und das sollte man sich dann aber eben halt auch genau angucken. Das heißt, ich würde jetzt schon sagen, also wenn der Markt, wenn jetzt die Stunde hier beginnt, ja, also irgendwie vielleicht knapp unterm Kassa-Close, so dass es leicht erreichbar ist, hier von gestern, das ist ja nur irgendwie bei 700. Und also jetzt hier der 17:30 Schluss bei 718, das ist ja nicht weit entfernt, sind 20 Punkte. Das ist nicht wahnsinnig viel. Machen wir das zu, kleinen Rücklauf und dann sollte die Reise nach oben dann auch losgehen.
aber nicht, wenn er halt eben zu tief startet. Er sollte schon versuchen, über dem Tief von gestern jetzt hier zu starten. Dann haben wir nämlich hier eigentlich schon den ersten Impuls von unten nach oben und dann kann das auch gelingen. Dann würde ich mich da auch relativ schnell an Long versuchen. Aber starten wir jetzt irgendwie in 5 Minuten hier unten irgendwo, dann muss man, glaube ich, noch irgendwie ein bisschen genauer hingucken, was die ganze Nummer halt werden soll. Ne? So, aber der DAU würde die Theorie stützen, dass wir halt eben erstmal wieder nach oben reagieren. Und den sehe ich jetzt nicht so als Problemkandidat, dann eher den DAX halt selber, ne? Weil der so ein bisschen Eigenleben irgendwie auch gerade hat. Und von daher nicht so ohne, was jetzt die Einschätzung angeht. Was jetzt halt den Verlauf für den Rest vom Tag angeht, finde ich, kann man momentan noch gar nichts zu sagen. Also generell kann ich ja trotzdem mal zeigen, hier der Daily, wie der aussieht. Und damit man da eben auch mal ein Gefühl dafür kriegt, hier stehen wir halt jetzt leider schon wieder in einer Abwärtsbewegung. Ne? Also hat auch hier die Struktur gleich mal wieder umgekehrt. Das heißt, seitwärts im Endeffekt. Ne? Und hier SMA 20 auf der Oberseite eben auch in der Nähe von der 789, 15.789. Darf er gerne versuchen und weiter? Fragezeichen. Ne? Finde ich halt nicht irgendwie einschätzbar. Was ich aber hier natürlich auch wieder sehe, ist, also er sollte ja darunter korrigieren und dann halt gerne reagieren, hat er aber nicht gemacht. Er hat nur darunter korrigiert, schließt in diese Abwärtsbewegung und das ist halt eigentlich schon wieder nicht long. Von daher, ich glaube, so ein Ding, was man laufen lassen kann, wird das eher nicht, sondern halt irgendwie so ein paar Punkte in die eine Richtung und dann nochmal ein paar Punkte in die andere Richtung, halte ich irgendwie für heute für ein bisschen wahrscheinlicher, weil dafür ist das Bild viel zu undurchsichtig. Im Weekly halt auch, im Weekly unverändert kann das Ding einfach nur komplett nach unten durchfallen. Und von daher, aber wir haben jetzt erst Dienstag, das heißt, der Weekly hat noch Zeit, aber trotzdem ist dann natürlich im Zweifelsfalle das höhere Volumen dann halt eben auch dahinter. Ne? Klar, das heißt, wenn jetzt irgendwie ein größerer Marktteilnehmer da halt über einen größeren Zeitraum eine größere Position durchdrücken will, dann ist der Weekly natürlich schon relevant und das kann natürlich an jedem Tag dann fortgesetzt werden. Das ist halt auch klar. Von daher nach unten Weekly gar kein Problem. Im Daily seitwärts und im H1 möglicherweise jetzt gleich eher Tendenz aufwärts. Aber das muss man sich jetzt gleich mal angucken und wie man da halt eben auch reinkommt. So, da gehe ich dann damit rüber auch mal hier auf den Handelschart. Bin ich da richtig? Kann mal gucken. Sollte eigentlich passen, ja. Da kommt er auch schon gekrabbelt. Also hier mein M2. Wie immer links hier oben der M5. Ist hier mal kurz alles wieder richtig zwirbeln. Ne? Sieht man jetzt hier, kommt jetzt irgendwie relativ schnell Richtung Kassa. Close von gestern. M15 versucht er gerade umzudrehen. Aber eben halt auch nur in der Vorbörse. Wobei 8 Uhr hat schon das deutlich höhere Volumen gegenüber nachts. Sollte man jetzt auch nicht komplett unterbewerten, außer Acht lassen. Es kommt also selten vor, dass die Bewegung von 8 Uhr einfach mal so komplett ignoriert wird. Oder zumindest nicht so oft. Vielleicht nicht selten, aber nicht so oft. So, und von daher gucken wir mal einfach, wie der erste Impuls sein wird. Aber wenn der jetzt halt hier der M15 in Grün schließt, man hätte den tatsächlich schon hier unten irgendwo anpacken können. Aber okay. Ich kann natürlich nicht gleichzeitig irgendwie alles erklären und dann halt irgendwie auch schon irgendwie drauf drücken, weil ich ja dann im Zweifelsfall die Position auch managen muss. Was man jetzt hier sieht im H1, ich bleibe nämlich jetzt auch hier mal auf dem der Instanz hier. Im H1 ist er klebt also direkt an dem Hoch von 7 Uhr. Ne? Und von daher hat er schon irgendwie gute Chancen, das auch relativ leicht zu erlegen. So, wie seid ihr denn? Long oder short? Was sagt das Sentiment? Das habe ich nämlich hier gerade nicht auf dem Schirm. Würde mich auch mal interessieren. Was sagt das Sentiment? Euwax. Hat das jemand auf dem Schirm? So, jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Also der hier steht perfekt in der Erweiterung. Das heißt, der könnte eigentlich schon hier ein kleiner Dip und das oder ans Vortagestief und dann Reaktion nach oben vorausgesetzt. Er schließt jetzt nicht zu tief. Lasse ich die Order direkt mal hier liegen. Also eine LPO, die ich gerne
abgeholt hätte. Okay, mal gucken, ob wir jetzt eine Reaktion kriegen. Also hier M15. Oh, der Film war aber nicht so geil. Hier M15 in Grün, ne, da versuche ich jetzt dran anzusetzen direkt. Und aber würde nicht unbedingt hier mir ein neues Tief angucken. Ne? Also bitte nicht einfach nachmachen, das ist halt auch klar. Mal gucken, ob er den jetzt irgendwie schafft fortzusetzen. Also was halt natürlich, also hier A1, H1 ist eigentlich soweit okay, ja, ist jetzt irgendwie nicht das super Long Signal. Man sieht aber, ne, auf der Unterseite wird halt die Luft so ein bisschen dünn hier gerade. Von daher darf der schon jetzt mal von hier aus versuchen, zumindest das Kassa Gap dazu zu machen. Und wenn er jetzt runterfällt, dann ist es halt so, ja. Also ich würde mir so ein bisschen schwer tun, da einfach long zu skalieren und da eben unten nachzukaufen. Also kann man machen bis zum gewissen Risiko, aber 655 wäre halt das nächste Level im Live-Chart, das wäre hier unten. Das würde ich aber jetzt nicht unbedingt mit 10 Kontrakten darunter ziehen. Er drückt hier jetzt erstmal so ein bisschen drauf, aber jetzt auch noch nicht irgendwie so, dass man sich wahnsinnig viel Sorgen machen muss. Ein kleines Tief kann man ihm hier erlauben. Wobei, was man natürlich machen kann, immer in so einer Situation ist, wobei das auch keine Empfehlung ist, ist ausskalieren. Ne? Man kann natürlich auch sagen, gut, wenn der hier unten nochmal hinkommt, nehme ich die Hälfte raus und mache da unten halt irgendwie nochmal einen ganzen rein. Das kann man natürlich auch tun. So, der hier ist eigentlich schon fast zu tief. Weil er halt hier über die Extension jetzt auch rausgeht. Also er müsste sich jetzt hier langsam schon mal zusammenreißen und dann von hier aus nach oben ziehen, wenn das also irgendwie wirklich ernst gemeint war hier mit der M15-Struktur, die hier gebrochen ist und nicht unbedingt jetzt irgendwie unten durchfallen. Das wäre natürlich ein bisschen anstrengend dann halt für Long. Ne? So, ich bin halt mal gespannt. Also ne, das hier würde ich mir zuerst mal angucken. Ich würde den erstmal einen rausnehmen lassen, wenn er jetzt irgendwie ein neues Tief macht und machen sollte. Und dann halt gucken, ob das wirklich nach unten noch deutlich tiefer geht, ob wir da nicht einfach die Reaktion dann hier am nächsten Level kriegen. So, aber er darf natürlich schon mal hier ein bisschen auch sich Mühe geben und spätestens jetzt dann auch raufziehen. Am liebsten mit irgendwie den ersten, mit dem Schluss von den ersten 5 Minuten. Ne, einfach hier, wie gesagt, ausgehend von der Struktur. Ja, ich weiß, ich bin momentan so ein bisschen strukturverliebt. Aber das ist ja eben das, was er die ganze Zeit ja auch macht, der Markt. Ne? Also insbesondere der DAX hier im M15. Und das heißt natürlich nicht, dass es jeden Tag macht, aber es das heißt, dass es im Moment halt zumindest macht. Aber da kommt irgendwie nicht so wahnsinnig viel gerade. Ne? Heißt noch nichts. Kann auch jetzt natürlich gerne das hier mal, also gerne nicht, ja. Aber kann das jetzt hier erstmal auch antesten, irgendwie das Tief und da unten auch fischen. Das kann schon sein, muss es aber nicht. Muss es aber nicht. Aber was wir natürlich brauchen, ist halt jetzt Volumen von den Käufern, dass die jetzt einmal nach oben durchdrücken und dass wir zumindest mal hier rauflaufen, nochmal bis zu 740, das Hoch von gestern, und dann halt dort mal rausfinden, ob die Reise weitergeht. So, das sieht jetzt erstmal soweit okay aus. Also hier, ne, wenn er vorausgesetzt, er zieht es jetzt halt natürlich durch. Ne? Also, dass er hier versucht, sogar in der M5-Struktur jetzt erstmal drin zu bleiben. Aber wichtiger ist natürlich die M15, wobei die hat jetzt noch ein bisschen Zeit. Schöner wäre natürlich halt, habe ich ja gerade schon gesagt, wenn wir direkt nach oben durchziehen, direkt nach oben weg. Das heißt, man könnte auch hier versuchen, den direkt auf der Oberseite dann auch zu verlängern, also die Position auszubauen und dann halt hier in Richtung Kassa Close von gestern und darüber hinaus. Ja, hier oben ist die 740. Und dann mal sehen, ob das gelingt. Aber es sieht jetzt erstmal nicht falsch aus. Ja. Hätte man ein bisschen tiefer natürlich einkaufen können. Das ist schon richtig. Und damit auch mit ein bisschen weniger Risiko. Von daher ist der hier vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig schlau aus. Er zieht jetzt wirklich mit Tempo darauf. Also nicht weniger mit Tempo, sondern eher halt zielstrebig darauf, ohne Rücksetzer. Nochmal, weil natürlich der Entry nicht so super ist. Bin aber mal gespannt hier, wie der erste, jetzt in 10 Sekunden, wie die 5 Minuten hier enden. Weil wenn der irgendwie in Rot ist, dann muss man schon wieder aufpassen und dann nimmt man lieber irgendwie auch nochmal eine raus.
Ja, hat er mit einem Punkt hier. Also einmal kurz, aber das hier auch sehr knapp, wenn man da jetzt irgendwie einen Punkt Toleranz eingibt und dann ist der wahrscheinlich schon irgendwie, dann reicht nicht ganz, 2 Punkte. Ne, will er irgendwie nicht. Na egal, lassen wir es mal kurz außen vor. Bewerte das mal nicht über. Stehen unter der Eröffnung und der M15, der will darauf. Das ist irgendwie, finde ich, sieht man dem so ein bisschen an. Ob er es dann kann, steht auf dem anderen Blatt, aber der will auf jeden Fall. Und am liebsten dann auch gerne in einem Rutsch durch. Also erste Anlaufstelle wäre halt hier ganz klar der Kassaschluss von gestern und die zweite der Future Close. Ja. Beziehungsweise Future Open, nicht der Future Close. Und der ist hier ein bisschen höher. Der M5 sieht natürlich nicht so klasse aus, ne? Das heißt, der müsste schon mal irgendwie hier, das ist schon ein bisschen verhalten, also bisschen mehr Bums nach oben, fände ich jetzt schon irgendwie nicht so beunruhigend. Ne, aber es drückt schon wieder halt runter, ne? Von daher war jetzt der Ansatz zu sagen, ja, der M5, dann sollte man erstmal die Hälfte vielleicht rausgeben, der war jetzt nicht so ganz falsch. Der kann aber auch hier einfach mal die Extension abklappern, ne? Das ist übrigens ja auch, was er in der Struktur ja ganz gerne macht. Ich nehme jetzt tatsächlich auch mal hier einen raus, reduziere mal das Risiko. Das heißt, dann wären wir hier bei der 566, 555, so das Risiko rausnehmen, das war schon mal super. Und das heißt, da darf der dran dippen. Da wäre auch bei mir im Live-Chart da unten das nächste Level. So, was war das Sentiment bei 25? Ja, das ist wahrscheinlich gerade schon wieder unser Problem. Aber hat bis jetzt ja oben noch gar nichts gemacht, ne? Das heißt, ich bin da jetzt erstmal relativ entspannt. Also Risiko habe ich hier gerade schon rausgenommen. Erstmal, ne? Er muss natürlich aber trotzdem schon ein bisschen was abliefern, weil was man eben super oft sieht oder super selten ist, dass die Kasse startet ohne irgendwas nach oben und dann halt eben, was ist denn heute da los? Ich kriege keinen Fill. Ich kriege keinen Fill hier. Der hat ein bisschen lange gedauert. Was man halt, was ich gerade sagen wollte, ist, wenn die Kasse halt irgendwie ohne Docht da oben startet, dass die einfach bis sonst wohin läuft. Das passiert in der Regel nicht. Wir haben das gesehen am Donnerstag und dann hat es irgendwie auch aber nur 1 Stunde gehalten und anschließend kam dann halt eben dann doch wieder oben halt die Kasseeröffnung, ne? Also hier so eine Glatzkerze, wie ich sie auch irgendwie gerne nenne. So, also mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Der hat ja noch irgendwie ein paar Minuten Zeit, jetzt dann auch mal zu reagieren. Das heißt, also jetzt haben wir halt hier, ne, wo ich gerade gesagt habe, er kann auch hier in die Extension, müsste aber dann jetzt hier trotzdem nochmal direkt zurückziehen. Ne? Das heißt, nochmal direkt hier reinlaufen in den M15. Da ist soweit noch alles im grünen Bereich. Aber auch das wäre jetzt erstmal so ein bisschen Gepokere. Aber eigentlich im normalen Rahmen. Und 655 wäre halt, wie gesagt, Live-Chart da unten. Also bis maximal 20 würde ich den hier auch machen, aber weiter halt jetzt nicht unbedingt. Ne? Und klar, was Positionsgröße angeht und so weiter, das muss immer jeder irgendwie natürlich mit seinem Konto abstimmen, da auf gar keinen Fall irgendwie ja, ermutigen lassen. Ja, weil das kann ja auch trotzdem in der ersten Stunde erstmal daneben gehen und dann muss ich halt eben später nochmal ansitzen. Und wenn man dann halt irgendwie, wenn das Konto das nicht mitmacht mit 20 Kontrakten und man nachher nur noch 5 hat zum Handeln, dann ist das natürlich dann schlecht. Ne? Das ist halt klar. Okay, so, was sagt denn eigentlich der DAO parallel? Man kann schnell hier drauf gucken. Nix. Der stellt sich tot, beziehungsweise ja, der reagiert auch erstmal nach oben, aber hier auch in einem ja, Reversal-Versuch, mehr ist das ja halt auch nichts. So, kriegen wir jetzt hier noch ein bisschen was nach oben oder kriegen wir nichts mehr? Das heißt ein bisschen. Ich will natürlich ja irgendwie sauber da oben durch.
Aber jetzt müsst ihr das halt auch mal machen, ne? So, okay. Das sieht doch zumindest schon mal irgendwie ein bisschen besser aus, aber passiert es trotzdem noch nichts. Aber wir kommen jetzt eben auf das Ende von den 15 Minuten zu. Den hier lasse ich, naja, doch, den mache ich mal mit. Wir kommen auf das Ende von den 15 Minuten zu. Also, ne, eine Sache stimmt schon mal, Extension und läuft wieder hier rein. Das hat gepasst. Ja? Wenn man also nur skypen will, ist sowas natürlich irgendwie auch ein guter Ansatz. Aber ich versuche hier ein paar Punkte mehr rauszukriegen aus der Nummer. Ob das gelingt, we will see. So, was man jetzt aber hier natürlich wieder sieht, ist, dass die Skalierung halt soweit erstmal gut war. Ne? Wenn man sich jetzt unsicher ist, kann man auch sagen, gut, gehe ich hier erstmal raus. Ja? Weil ich habe den ja hier irgendwo rausgenommen im Mittelfeld und dann tiefer wieder reingesetzt. Leider mit einem nicht so schönen Fill. Aber das führt eben dazu, dass der Break-Even von da nach da schon mal gerutscht ist und ich da jetzt halt einfach schon mal 7 Punkte gut gemacht habe. Ne? Ach, der Oliver ist auch da. So, Sentiment 24, okay. Ja, ich meine, mit dem Sentiment, das ist natürlich immer so ein Ding, das heißt ja nicht, dass er gar nicht hochkommen kann, ne? Aber der kann ja ruhig trotzdem mal irgendwie 30, 40 Punkte nach oben laufen und sich dann halt wieder fangen. Was falsch steht seit? Was? Was steht seit? Okay, so, das heißt, also hier, ne, wie immer mein Augenmerk auf dem M15. Den ich sehr gerne nach oben auflösen würde, wenn der M15 auch mitspielt. Jetzt hängt er hier irgendwie halt aber an der letzten Abwärtsbewegung im M5, hier am SMA20. Okay. Was auch immer das jetzt gerade zu bedeuten hat. Bis jetzt also recht zurückhaltend, wobei ich fand halt hier, da bräuchten wir jetzt natürlich dann irgendwie mal ein Footprint, um da genauer zu sehen, was da halt passiert ist. Aber ich glaube, da war schon ein bisschen Volumen dahinter. Ich habe hier nur irgendwie, warum ich hier kein Volumenprofil, verstehe ich gerade nicht. Don't get it. So wird man es ein bisschen besser sehen. Auch kein Point of Control. Was habe ich denn da gemacht? Gut, dann leben wir halt mal ohne. Oder ich muss es hier gleich kurz einmal neu starten, weil bei mir läuft ja natürlich immer alles irgendwie monatelang 24 Stunden durch. Okay, so, aber das sieht jetzt erstmal gut aus, finde ich. Ne? Geht auch hier über die Abwärtsbewegung drüber, beziehungsweise ne, hier über das High von dem letzten Abwärts. Wir kommen jetzt hier höchstwahrscheinlich dann auch, sind ja nur 2 Punkte an den Kassaschluss, nicht an den Kassaschluss, an die Kassaeröffnung. Und er sollte sich jetzt eigentlich schon versuchen, da oben durchzudrücken. Und dann halt eben, dass die Targets, die ich dann eben ja auch genannt habe, dass die dann jetzt halt eben kommen. Das heißt, also die erste Anlaufstelle wäre der hier, der Kassaschluss von gestern und die zweite und der eigentlich interessantere finde ich, weil ich glaube nicht, dass die hier punktgenau hält, wäre dann halt eben die 725 einfach als Eröffnung von heute. Damit hätten wir dann, glaube ich, auch ein kleines Downgap gehabt, bin mir gerade nicht sicher. Aber generell im H1 sollte er jetzt versuchen, eben die letzte Bewegung von gestern nochmal anzuknüpfen, das heißt nach oben zu reagieren. So, wir haben jetzt hier ein bisschen Reaktion. 9:13 Uhr, ja, dass es kein Fehler war, den direkt da oben reinzugeben, den Longstop. Sondern, dass wir jetzt einmal im M15 da oben auch rauskommen. Das ist noch 1 Minute. Der hätte hier jetzt eigentlich gar nicht reagieren sollen. Das wäre mir deutlich sympathischer gewesen. Aber gut, er hat ein bisschen reagiert. Sondern direkt eben durchdrücken. Weil jetzt haben wir nämlich, ja, wollen wir das jetzt mal nicht irgendwie überbewerten. So, das heißt, ich bräuchte jetzt natürlich schon halt irgendwie ganz klar einen Schuss nach oben, so dass die ersten Minuten von der Eröffnung, also die ersten 15 Minuten dann eben auch sauber da stehen. Ne? Und aber das irgendwie ist das ganz schön. Da müsste jetzt mal irgendwie dringend was nachkommen hier oben. Dringend 20 Sekunden. Mal sehen, ob das wird. Könnte natürlich einen nochmal rausnehmen, aber ich habe jetzt auch keine Lust, mich hier irgendwie in einer 15-Minuten-Kerze tot zu skalieren. Sondern bräuchte hier mal so ein bisschen mehr Impuls.
So, die endet in Rot. Mal gucken, wenn jetzt nicht direkt was nachkommt, muss der unterste raus. Hier sieht man es. Rot, schwarz, wie auch immer. Welche Farben man da eingestellt hat. Er kann das immer noch machen. Er kann da immer noch durch. Aber er muss es eben dann auch machen. Ne? Und jetzt nicht irgendwie zu lange rumzackern. Nicht nochmal hier am Hochschaltern. So, ich kann natürlich auch mal hier kurz die Position sichern. Wobei das nicht unbedingt ist das, was ich will. So, ich habe jetzt mal nochmal eine rausgenommen, die von unten. Das heißt, stehen jetzt hier gerade mal 10 Punkte vorne. Aber das ist mir irgendwie zu wackelig hier oben. Ne? Das ist noch zu wackelig. Das kann dann um 9:30 Uhr kommen. Auch klar, ne? Aber was sich das hier mal anguckt, würde man jetzt auch nicht unbedingt tippen, dass die ganze Geschichte noch irgendwie short aufgeht, sondern dass der schon irgendwann demnächst jetzt versucht, da oben, also ich meine, er versucht es ja schon, ja, da oben durchzukommen, sondern eher, das sieht schon so aus, als würden wir demnächst da oben durchlaufen. Wobei, das sage ich aber auch immer, so, ne, das hier ist nur ein Platzhalter für eine Kerze. Das ist keiner, ja. Das ist nur ein Platzhalter. Die kann auch alles Mögliche werden. Das sollte man nie überbewerten und dann sich lieber an dem orientieren, an den kleineren Timeframes, die halt eben dann darunter liegen und gucken, was ist denn da irgendwie gerade Stand der Dinge. Und da haben wir halt, deswegen habe ich den auch einen rausgenommen. Die ersten 15 Minuten sind also short. Ja, zwar mit einem langen Ding da unten, aber es ist short. Und gerade der M5 versucht sich jetzt erstmal nur da oben durchzudrücken und der ist auch noch nicht fertig. Aber haben wir auch noch ein paar Minuten. Ne? Also nochmal irgendwie 4 Minuten, bis das Ganze dann funktioniert. So, aber gucken wir mal. Ein bisschen Geduld haben wir ja noch. So, wie seid ihr denn unterwegs? Was? Mein Mikro ist zu leise. Ist das hier verrutscht? Mein Mikro ist eigentlich volle Lautstärke. Also Man hört zumindest sich mal. sehr gut. Ja, ne? Ja, gerade bei YouTube müsste es deutlich lauter sein. Ne? Das würde mich also wundern. Nein, Weil alles gut. da ist ja noch ganz andere Technik dazwischen. So, also, Long, genau, gib mal hier. Long, wie seid ihr unterwegs? Jetzt gerade. Weil ich habe ja gerade nichts zu tun, kann mich ja hier um die Kommentare kümmern. Also, Birgit Long. Der Michael Mikrotop, okay. Roland Long. Davut Long. Okay, ja, manche warten noch bei Stop. Bei 709. Ja, die war ja schon, ne? Okay, also auch long, long, flat. Ja, er ist noch nicht long, ne? Also nicht zu sicher sein. Also wenn jetzt jemand da unten reingegangen ist, ich habe ja auch gerade was ausskaliert und das hat schon irgendwie auch seinen Sinn. Flat, long, short lese ich keinen einzigen. 6 hatte 659 long geplant. Okay. Ja, ich 655, ne? Aber auch nur jetzt irgendwie zum Nachlegen. Okay. 666. Okay, long. Ja, schön. Wie man auf 666 im DAX jetzt kommt, weiß ich allerdings auch nicht. Im Dow, ja. Der hat ja da irgendwie mit zu tun gehabt. Okay, so. Mach doch mal hier den M5 bisschen länger. Mensch, jetzt China DAX. Ja, klemmt klar hier, ne? Da kommen so die ganzen SMA20 Kollegen von allen Seiten irgendwie gerade hier her. Da bin ich ja mittlerweile wirklich ein großer Freund davon. Und aber wenn er den jetzt halt eben auch erlegt und dann ist er auch erlegt, ja. Also das heißt, das dreht sich hier schon alles gerade nach oben und nichtsdestotrotz, die echte finale Tendenz sehen wir dann aber wirklich gleich erst. So, was das Ganze dann eben werden soll. Skaliere ich hier oben überhaupt aus, frage ich mich gerade. Das war ja eigentlich für den zusätzlichen da gedacht. Also für die dritte Position quasi. Ich würde, ja gut. 724 haben wir halt direkt schon irgendwie SMA 20 im H1 auch, ne? Also der wäre dann erlegt. Der M5 soll es gleich gepackt haben. Da oben unser EMA, der ist mir eigentlich egal. Das ist eher so, sage ich immer, die Stelle, wo es dann halt irgendwie nervig wird. Oh, da fällt mir gerade ein, ich höre draußen gerade Geräusch. Ich glaube, ich habe vergessen, die Mülltonnen rauszustellen. Das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Oh. Shit.
Ja, ich hoffe, die manchmal kommen die ja irgendwie zweimal. Aber ich kann jetzt ja hier schlecht irgendwie nach draußen rennen und das irgendwie noch machen. Also, irgendwas muss ich mich jetzt gerade konzentrieren und das ist dann natürlich der Markt. So, also, ne, M5 hat die Struktur umgedreht. Okay, so, damit können wir jetzt erstmal absichern. Wir können das so unten mal vergessen und jetzt gucken wir mal, wie weit wir da oben kommen. Dann schauen wir noch mal. So, hier ist der Kassaschluss. Da habe ich ja gesagt, ne, da eher nicht. Da darf der schon irgendwie zumindest mal hier bis zur Future-Öffnung da oben halt laufen. Die könnte ich aber auch mal irgendwie ein bisschen schöner machen, damit man die ein bisschen besser erkennt. Hier auf meinem dunklen Schirm. Da wäre die Future-Öffnung, aber ist auch nicht unbedingt jetzt ein Ding, was man rot, bedrohlich rot einfärben muss, sondern es ist ja erstmal nur was da ist, aber trotzdem, ne, so ohne weiteres dreht sich das ja auch nicht um. So, aber auch hier, ne, ich meine, das ist schon so ein bisschen überschaubar, ne, so der Druck, den wir haben, aber oft ist es ja so, dass es halt langsam startet und dann halt irgendwie nachher plötzlich an Tempo gewinnt, ne. Muss nicht immer so sein, wenn man natürlich nur skypen will, jetzt hier nicht die Riesenstrecke da halt mitnehmen will, kann man natürlich jetzt auch hier sagen, hey, 30 Punkte, hurra, ne? Könnte ich jetzt auch machen. Aber ich gebe dir mal kurz noch ein paar Minuten Zeit, will den jetzt hier nicht zu früh zumachen, weil für mich ist ja auch immer so ein Kassaschluss, ein Gap-Close, Kassa von unten ist für mich eigentlich nie ein Short-Signal. Da sage ich immer, da geht es eigentlich immer ein paar Punkte dann auch nochmal drüber, erstmal. Weil wir, damit sind wir jetzt ja auch in dem Aufwärts von 17:30 von gestern, was da plötzlich irgendwie aufgekommen ist, ne, was ich auch nur long gehandelt habe. Von daher ist das jetzt hier auch eigentlich kein Widerstand. Also auch von daher, ne? Und deswegen würde ich schon gerne gucken, wie weit wir da oben kommen. Man kann ja, was man ja machen kann, ist ja halt hier die halbe Position irgendwie in den Stop schicken und muss ja nicht irgendwie das ganze Ding darauf irgendwie mitnehmen. So, wir stehen jetzt aber hier auch kurz vorm SMA20 im H1. Wir stehen kurz vor der Änderung von der Farbe der Tageskerze. Ja, man muss es nicht ausreizen, ja. Aber zu früh draufdrücken ist halt eben auch meistens nicht so geil. So, das heißt, ich hänge mir den jetzt mal hier in der Hälfte gleich drunter, wenn der noch einen Spritzer nach oben macht. Mach den da oben weg. Ja, weil momentan drückt er ja ganz nett. So, relativ unnachgiebig auf der Oberseite. Tageskerze, Farbe konnte jetzt noch nicht gewechselt werden. Aber den mache ich mal weg. Komm, machen wir die Hälfte mal raus. Und wenn es nicht direkt was nachkommt, löse ich die ganze Nummer auf. Ne? Ich ziehe den auch hier. Die Kassaeröffnung brauche ich nicht nochmal. Also eigentlich bin ich gar nicht so ein Freund davon halt irgendwie zu früh irgendwie in Teilen aufzulösen. Aber was ich natürlich ja hier sehe, sind ja die Sachen, die ich gerade genannt habe. Ne? Einmal hier die Future-Eröffnung als Target vom ersten Impuls, SMA20 hängend von oben. Das heißt, wir sehen jetzt wahrscheinlich nicht viel mehr als hier nochmal die 740 und haben dann die Reaktion, falls jetzt hier irgendwie gerade auslaufen sollte. Von daher bin ich da jetzt mal ein bisschen bescheidener unterwegs. Würde den jetzt auch gleich, wenn jetzt im nächsten 5 Minuten Impuls, also den könnte man natürlich auch automatisieren, ne? Also vom Stop-Loss. Das heißt, ich könnte jetzt hier genauso gut den Priax für den M5 einschalten und dann würde er halt eben versuchen, der grünen Struktur im M5 zu folgen. Aber M5 läuft eigentlich nie so wahnsinnig weit, was die Struktur angeht und hat auch viele Fehlsignale. Ja, so, der habe ich gesagt, der ehemals 200 interessiert mich nicht. Mal gucken, wie er damit umgeht. Aber der liegt jetzt natürlich auch hier strategisch blöd, ja. Also das heißt, der passt hier irgendwie zu vielen anderen Sachen, die hier auf dem Weg liegen. Aber der selber ist jetzt für mich nicht relevant. Für mich ist es relevanter, dass er hier versucht, über diese Abwärtsbewegung im H1 jetzt zu laufen. Der M15 läuft schon über die Extension.
auch der darf jetzt hier eigentlich reagieren. Von daher, mal gucken mal, wie der hier durchgeht, ob er durchgeht. Und wenn nicht, dann geht man eben raus. Weil erstmal passt das hier ja alles, ne? Hier ist die Future-Öffnung. Deswegen ziehe ich den jetzt hier auch mal eng nach. Also eigentlich, ne, das ist jetzt der Versuch, darüber rauszukommen. Ist auch hier der Versuch, über die Extension zu laufen. Muss nicht sein, aber hier, falls er die noch irgendwie, falls er noch Bock hat, irgendwie auf die 740, nehme ich die mit. Ansonsten lasse ich mich jetzt hier dann eher dazu hinreißen, zu sagen, okay, wir setzen gleich nochmal neu an. Ja. Okay. Ja, okay, bis jetzt hält es, aber wahrscheinlich kommt der da oben jetzt erstmal nicht durch. Ne? Das ist aber ja auch okay. Also, das ist ja eigentlich genau das, was ich ja beschrieben habe, dass der jetzt versucht an der, also was ich schon vor 9 Uhr beschrieben habe, dass der jetzt versucht eben an der Struktur von gestern da anzuknüpfen und eben nicht unbedingt mit neuen Lows da halt zu glänzen. So, okay. Also, ja, ich finde, das war okay. Ne? Also, eigentlich langweilig sauber. Langweilig, unspektakulär, aber ich glaube, das kann man so handeln. Ne? Und ein Risiko rausgenommen, zwischendurch nochmal halt irgendwie, wenn es besser wurde. Ja, also erstmal das Originalrisiko wieder hergestellt mit einem besseren Break-Even, dann das Risiko ausgebaut. Bestätigung war nicht da, Risiko nochmal auf normal, oben sauber ausgelegt. Okay. Gut. Also, gucken wir hier die Kommentare auch jetzt gerade durch. So, nochmal da drüber. Also, dass der SMA im H1 jetzt abprallt. Doch, ne, habe ich ja gesagt. Also, da war jetzt so ein bisschen viel auf einmal. Es war ja nicht nur der SMA 20 im H1, das war ja halt eben auch die Eröffnung vom Future, das heißt also Wechsel der Intraday-Trendrichtung. Dann halt war es ein Hoch von der 6-Uhr-Kerze, die ja halt, warum auch immer, da die Struktur verlängert hat, da versucht er drüber zu kommen. Und das sind schon so ein paar Argumente einfach mehr. Ne? Und deswegen, klar, hat er jetzt dann auch mit reingespielt, deswegen bin ich ja auch da oben jetzt auch erstmal raus. Ne? Was? Wie viel Pfund hast du eben abgenommen? Bei was? Ja, okay. So, was Mensch bringt den Müll raus? Ja, ne? Ja, jetzt ist zu spät, die sind weg. Das ist richtig Mist, ist das. Die kommen hier immer nur alle 2 Wochen. So, okay. Aber ich habe, es juckt mir wirklich den Fingern rauszulaufen. Ich höre da auch irgendwas, könnte aber auch mittlerweile schon die Seitenstraße sein. Ich weiß es nicht. Ey. Aber gut, wir sind ja auch fertig hier eigentlich, ne? So. Weil ich habe ja gesagt, ne, man muss halt gucken, wie der H1 dann schließt und wie die ganze Geschichte dann halt weitergeht. Ganz am Anfang war noch eine Frage, Dirk, ich weiß nicht, gar nicht, ob du schon beantwortet hast. Schau mal, 8:56 Uhr. 8:56 Uhr. So, was war das denn? Was bedeuten eigentlich die gestrichelten Linien? Welche? Welche, Jan? Welche denn? Also, falls hier die gemeint sind, ne, das sind die Extensions vom Prax-Addon. Ne, also, in der Regel schafft es halt eben nicht über eine Ausdehnung, also das über die Extension in der Ausdehnung hinaus. Ne, das sind Ausnahmefälle. Ich glaube, da waren die Linien in deiner Analysecharts. Ah, ja. Das ist eher, also weil der halt irgendwie dann Bezug genommen wird hier auf die 691 zum Beispiel. Ne? Das sind eigentlich dann Punkte, die jetzt nicht unbedingt dem eigentlichen oder meinem normalen Ansatz da halt irgendwie folgen, aber wo ich halt erkenne, okay, die haben trotzdem aus verschiedenen anderen Gründen kriegen die halt eine Relevanz. Also das heißt, da gibt es jetzt nicht irgendwie so eine pauschale Antwort, wo ich dann halt sagen würde, so, das ist immer das und das und das. Ne? Von daher ist so ein bisschen, ach so, ja, falscher Bildschirm. Von daher ist das so ein bisschen schwer, da halt irgendwie auch genauso pauschal zu beantworten. Sorry. Also, das sind wirklich oft so Punkte, wo ich mir die Einzeichen sage, guck dir das irgendwie genau an und guck dir an, ob das relevant wird und dann lass es drin und wenn nicht, dann schmeiß es halt wieder raus. Aber jetzt nicht irgendwie, also der ganze andere Kram
ist ja von dem, wo ich immer sage, okay, das kommt aus meiner Beobachtung von Algos halt her, wo ich der Meinung bin, dass es halt da eben eine Relevanz hat und aber die gestrichelten halt nicht. Das können auch mal irgendwie Gaps sein, die zeichne ich auch gerne gestrichelt ein, aber die eigentlich in Violett und hierher die schwarz gestrichelten eigentlich nicht so unbedingt. Okay, gut. Alright, so, also ich habe eigentlich momentan gar nicht mehr so wahnsinnig viel hinzuzusagen, außer dass der DAX jetzt für was jetzt die Tagesanalyse angeht, der finde ich seitwärts, ja. Also der könnte hier sowas halt machen, zum Beispiel, ne? Also dass er halt, was er jetzt ja gerade hier schon veranstaltet, rauf auf die 789 und dann halt irgendwie nochmal zurück auf Anfang oder wohin auch immer, ja. Aber einfach rauf und da stehen bleiben. Weiß ich nicht, ne? Weil der hat hier auch einfach schon die Struktur, das sieht man ja. Long, also short, long, long, short. Das ist einfach nur Chaos, ne? Und von dem man nicht viel ableiten kann. Deswegen würde ich aber schon, weil er insgesamt auch auf der Unterseite nochmal ansetzt, würde ich aber eher schon tippen, dass wir halt dann sowas dann halt kriegen, ja? Also das heißt, dass ich hier nochmal versucht, irgendwie in Richtung 800, in 15.789 dann halt zu gehen und dass es aber dann trotzdem nicht funktioniert, ne? So, das ist aber jetzt erstmal nur eine Vermutung. Also heute ist nicht so ein Tag, wo ich sage, ey, lehne ich mich aus dem Fenster. Das wird höchstwahrscheinlich so und so. Eher nicht, ne? Also seitwärts kann ja vor allen Dingen auch noch irgendwie alles Mögliche dann am Ende werden, aber das finde ich heute nicht gut greifbar. Und ist ja auch nicht wichtig, ne? Es ist ja nur wichtig, dass man halt irgendwo zwischendurch weiß, okay, jetzt kriege ich das und das und das und das. Und das kann ich handeln. Also, was halt so eine Geschichte sein wird. Da bin ich mir wiederum relativ sicher, ist im H1, aber trotzdem ist es keine Empfehlung, dass wir halt eben die 789 da halt kriegen. Ne? Also, dass die halt eben short reagiert. Also, ne, quasi hier. Das ist schon sehr wahrscheinlich. Falls er überhaupt hinkommt, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Aber dass die dann halt eben rot wird, ja. Beziehungsweise, dass die halt eben short reagiert, ja. Guck mal, hier war doch richtig der Exit, sehe ich auch gerade. Ne? Im H1 alles richtig gemacht erstmal. Und das heißt, falls wir darauf kommen können, was aber eigentlich schon irgendwie hinkriegen müsste, so im Laufe des Tages, dass wir von dort dann halt als Beispiel, ne, wie ging das denn gerade? Also nochmal hier zurückläuft, irgendwie auf diese Hochs oder so. Das, also, und wenn es nur 20 Punkte sind, ja, aber irgendwas, und wenn es die nicht sind, und dann ist es die nächste, die 822. Aber dass sie jetzt einfach so komplett oben durchs Dach läuft, glaube ich nicht. Was 730 aus der Legende, ja genau, habe ich das sogar nicht mal beachtet, schreibt der Werner hier gerade. Ne, 730 Legende, ja, die besagt natürlich hier auch, muss runter. Hatte ich komplett übersehen, dass da ja auch noch ein Level ist. Ne, also weil natürlich, ne, drunter gestartet, muss reagieren, wobei zur Kasseöffnung kann natürlich aber ein bisschen mehr Bums kommen, weiß aber hier nicht, von daher ist das jetzt erstmal okay. Also 8 Uhr schließt drüber über diesem Level, das heißt, die Legende sagt ja immer nur, schließt drüber, läuft zum nächsten, schließt drunter, läuft zum nächsten darunter. Das hat er jetzt einfach gemacht. Das war also nach Legende das komplette Programm gerade auch irgendwie. Lustigerweise. Aber ich glaube, ich habe ja ein bisschen tiefer angesetzt auch insgesamt. Deswegen kamen ja ein paar mehr Punkte jetzt dann auch raus. So, das heißt, das ist das, was ich halt für heute irgendwie erkennen kann, ja, dass wir schon höchstwahrscheinlich irgendwie darauf kommen und dann da oben halt nochmal reagieren und bis wohin muss man dann halt sehen. Das heißt, man kann natürlich auch, wenn man halt irgendwie unbedingt lieber long will, kann man natürlich auch hier versuchen, aber keine Empfehlung, klar, ne? Weil von 707 bis 789 sind eben auch 80 Punkte beziehungsweise 79. Und wenn das die momentane Tendenz ist, warum nicht daran anknüpfen, halt auch klar. Und für den Dow, da halt gucke ich mir auch noch ganz schnell an, weil ich ja keinen Forecast gemacht habe. Da müsste jetzt eigentlich hier mein Trainer hin. Der da. Weil wir sind ja nicht mehr im Live-Trading, wir sind jetzt hier beim Forecast. Also im Dow sehe das dann halt eher, also der steht halt immer noch in der Aufwärtsbewegung. Ne? Das heißt, der sollte sich auch hier noch ein Stück weit drin aufhalten. Also dass der jetzt einfach nach unten kippt, glaube ich auch nicht wirklich. Das heißt, das würde ja dann auch zum DAX passen, dass die beiden halt irgendwie beide seitwärts laufen, wobei der Dow schon irgendwie eine höhere Berechtigung hat, auch deutlich höher zu laufen. Ja. Und das kann der schon machen. Das heißt, den würde ich auf der Oberseite jetzt nicht einschränken. Da würde ich halt momentan eher jetzt auch sagen, okay, lass das Ding nochmal irgendwie krabbeln, soweit er krabbeln will und nicht unbedingt oben einschränken. Unten halt eher,
wenn man long geht, ne, also unbedingt unter das Tagestief von gestern sollte der nicht runter, ja, wenn man halt irgendwie long gehen möchte. Aber Short hier finden halte ich für ein bisschen schwieriger, zumal auch die 34.590 ja auch wirklich die ganze Zeit stützen ohne Ende, ne? Und da versuchen nach dem Motto, ja, heute geht aber durch, heute geht aber durch, nein, heute geht aber durch, ja, das kann teuer werden. Dann lieber irgendwie sagen, ja, lass den mal machen, lass den mal da in Ruhe und guck einfach, wie weit er sich halt oben hinbringt. Und hier nicht unbedingt nach Short Ausschau halten. Also, ne, das heißt, der auch seitwärts bis Long und der DAX seitwärts bis eher nicht Long. Das ist so meine Einschätzung für heute. Und damit, wenn man jetzt irgendwie nicht, das ist ja immer das Ding beim Daytrading, ne? Ich meine, wir sind ja keine Investoren. Also das heißt, so eine Aussage im Daytrading, mit der kann man ja auch was anfangen. Ne? Und beim Investment natürlich nicht. Ne? Da würde jeder sagen, was ist das für ein Analyst? So, was denn jetzt? Ne? Aber hier passt das ja, finde ich schon. Ne? Also wie gesagt, dem DAO würde ich ohne Empfehlung nochmal, sorry, ich muss das immer wieder dazu sagen, damit es nachher keine bösen Briefe gibt, dem DAO halt folgen, nach oben folgen und gucken, bis wohin er kommt, ohne großartig nach Short Ausschau zu halten, außer jetzt hier am unteren oder generell an den Außenstabsgrenzen. DAX kann in der ersten Tendenz nach oben laufen und dann halt, aber würde ich da wiederum gucken, okay, wo reagiert der und dann halt eher versuchen, nach unten nochmal zu kriegen. So, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Nelson, was sagst du dazu? Das glaube ich dir nicht, dass du nicht mehr weißt. Doch, ich weiß nicht mehr aus, ich ganz verzweifelt bin wegen meinen Mülltonnen. Scheiße. Da war noch eine Frage, ob du jetzt auch noch long gehen würdest. Im DAX? Jo, warum eigentlich nicht? Ne? Also momentan sieht es ja irgendwie nicht schlimm aus. Also das ist ja einfach nur, drückt es ja auf der Kasseeröffnung halt irgendwie rum. Ne? Wird versuchen, über den SMA 20 im H1 rauszukommen. Also der Versuch wird schon noch ein paar Mal stattfinden, will ich mal tippen. Ja? Ob er das jetzt packt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, aber der Versuch legitim und den mit zu verfolgen ist genauso legitim. Warum nicht? Ne? Und während ich das erkläre, ist er gerade 12, 13, 14 Punkte nach oben gedrückt. 16. Ja, sehr gut. Ja. 17. Ansonsten gucke ich mal. Achso, ja, dann war die Frage, warum du die EMA bzw. andere Widerstände nicht geschottet hast. Hast du ja schon gesagt. Ja. Hast du schon drauf eingegangen. Und dann, ob du für deine zahlende Mitglieder Webinare machst. Ja, was ich ja jetzt irgendwie ein, zwei Mal schon gemacht habe, ist ja das Live-Trading für die eingeschränkt. Und das werde ich auch, glaube ich, nochmal öfters machen. Das werde ich nochmal öfters machen. Ja. Gut, ansonsten gibt es ganz viele Fragen zu deinen Mülltonnen, aber das sparen wir uns hier an der Stelle. Ja, aber ich kriege nachher noch viel mehr Fragen zu meinen Mülltonnen und Neckar vom Ecker. Naja. So, Dirk hat gerade beschlossen, dass wir das Webinar jetzt um 2 Stunden verlängern, damit er keinen Ärger kriegt. Alles ja. Klar. Ich okay. Glaube, dann haben wir alles, oder? Ja, haben wir alles. Ne? Also Zusammenfassung war ja dann halt irgendwie, gucke ich gerade auch nochmal selber drauf, 31 Punkte mit den ja, 31 Punkte, ein Trade, 313 Euro. Ja, kann man sehr machen. Schön. Fand ich definitiv. Okay. Ja, ist auf jeden Fall okay. Gut, also ich bedanke mich an der Stelle fürs Dabeisein. Immer wieder gerne, immer wieder öfters. Und sag einfach, freue mich aufs nächste Mal. Mich gibt es ja heute Nacht schon wieder. Mal für heute. Heute Nachmittag auf gar keinen Fall live. Mit dem Andreas übrigens werde ich nicht schaffen heute, keine Chance. Und vielleicht morgen und ansonsten dann auf der WOT. Also nochmal, wie gesagt, Dankeschön fürs immer wieder dabei sein. Hat Spaß gemacht und aber sei so lieb und gib dem Nelson das letzte Wort. Das hat er verdient. Das ist sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank für das Webinar. Und übrigens, Dirk wird auf der WOT auch auf der Bühne sein, Live-Trading am Freitag. Genau. Also wer vor Ort ist, dann natürlich gerne dem Dirk die Daumen drücken und zuschauen. Ja, ich bin auch da ab Freitag. Würde mich freuen, den einen oder anderen zu sehen und mal zu sprechen. Ansonsten noch eine erfolgreiche Woche. Bleibt gesund und
Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.